Wir haben das Wahlergebnis gehalten. Wir hätten uns gewünscht, dass wir zulegen, dass wir deutlich zulegen. Es beginnt einer Reise, einer längeren, dass wir noch stärker werden. Wir haben sehr viel Engagement gezeigt. Wir haben wirklich eine Bewegung zusammengebracht, die voller Leidenschaft wieder gekämpft hat. Aber wir sind nicht in die Breite gekommen, so wie ich immer das gewünscht hätte. Und gleichzeitig geht es jetzt darum für uns, dass unsere Hände ausgestreckt sind, nämlich zu all den drei Varianten, die möglich sind. Mittlerweile wäre eine Zweierkoalition auch wieder möglich, nach den letzten Hochrechnungen. Aber gleichzeitig eine stabile Basis zu finden in diesem Land, jenseits von einer blauen Regierungsbeteiligung. Da steht die Sozialdemokratie. Das ist wichtig für die demokratische Entwicklung in unserem Land, dass wir nicht Richtung Ungarn sie orientieren, sondern schon miteinander eine Verantwortung haben. Je nach Stärke werden wir vieles durchbringen. Ich gehe ziemlich zuversichtlich in die Sondierungsgespräche. Die sind hart, logischerweise, da will jeder alles durchsetzen, aber das ist ja die Aufgabe jetzt und von mir als Repräsentant der SPÖ, diese Sondierungsgespräche mit einem Team zu führen. Ich freue mich schon drauf.